Ciao Leute, hallo Leute. Wie lang soll meine Historie sein, wenn ich Strategien entwickle? Das ist eine gute Frage und die Antwort hängt an den Märkten. Einige Leute fragen, soll ich nur die letzten Monate nutzen, weil diese wichtig sind für heute, für heutige Ergebnisse, oder soll ich in jedem Fall zurückgucken, wie es seit 10 Jahren war und so weiter. 10 Jahre, lange Zeit. Ich war aber schon im Markt, ich bin schon länger da und Sie können das erfolgreich traden, so geht's, hier auf tradingweltmeister.de Seite runterladen, gratis. Da lernen Sie ein bisschen von meiner Erfahrung am Anfang und was dort passiert ist und was ich gedacht hatte, die Börse könnte sein und was die dann geworden ist. Zurück zu unseren Daten. Auf einige Märkte, ich sage immer, Sie sollten so weit wie möglich zurückgehen, damit Sie unterschiedliche Konditionen finden können im Markt. Das heißt, man kann nicht nur auf einem Bull Market entwickeln oder auf einem Bear Market. Man braucht beide und auch die Periode, wo der Markt ganz ruhig war, damit man sieht, wie unser Ansatz in den unterschiedlichen Bereichen funktioniert. Ich kann aber auch sagen, dass leider sind die Märkte ein bisschen frech und die Antworten von den Märkten sind nicht immer dieselbe. Index Future, DAX oder auch mit S&P, zurück in 2001 und 2002 waren die Ergebnisse ganz anders mit denselben Strategien als in 2008 und noch anders als in August 2015 oder Februar 2018 oder Ende des Jahres 2018, alle Perioden, wo die Märkte nach unten sich bewegt hatten. Aber die Reaktion war nicht immer dieselbe. Es geht um die Geschwindigkeit von der Bewegung, es geht um die überall Situation, aber leider muss man natürlich verstehen, dass es nicht immer gleich aussieht. Wenn die Bewegung sehr schnell kommt, wie im August 2015 oder im Februar 2018, da kann man sehen, für einige Wochen auch, dass auf dem Mini-S&P zum Beispiel die Situation ganz anders als normal aussieht. Ich habe mehrmals gesagt, und Sie können meinen Kanal abonnieren, damit Sie immer, beim roten Glöckchen auch klicken, damit Sie immer die Infos bekommen, wenn es etwas Neues gibt. In jedem Fall schauen Sie sich die Videos an, da finden Sie einige Informationen, über was ich jetzt hier erzähle. Ich habe immer gesagt, dass Mini-S&P ein Counter-Trend-Markt ist. Das heißt, der funktioniert nicht gut mit Trend-Following, Ausbruchhandel, sondern mit Gegentrend-Entwicklung. Das stimmt. Aber, wie gesagt, nach einigen Marktcrashes sieht man etwas anders. Warum? Die Antwort findet man, wenn man am Rechner sitzt. Und ich habe das gesehen. Normalerweise für jedes Niveau vom Preis findet man auf Mini-S&P 500 3, 4, 900 Kontrakte. Es geht um wann in der Früh ist 300, 400 im Abend, wenn Wall Street offen ist, auch 900, sogar noch 1000 und mehr. Nach dem Marktcrash, kann ich Ihnen sagen, gab es 30, knapp 40 manchmal. Unterschied ist riesengroß. Was ist passiert? Es ist passiert, dass die großen Händler ein bisschen gewartet hatten, sagen, ich warte mal, bis es wieder ruhiger wird. Ohne diese große Volumen war die Reaktion ganz anders. Nehmen Sie an, wenn Sie ein Order senden mit 500 Stücke und Sie dort 900 finden, kein Problem. Sie fressen 500 von den 900 und Sie sind im Markt. Wenn Sie nur 30 pro Preisniveau finden, dann fressen Sie mehrere Niveaus und Sie bewegen den Markt. Der Markt bewegt sich, es ist ein Trend-Following, ein Ausbruch. Und in dem Fall wirkt eine Trend-Following-Strategie natürlich viel besser. Und das einzige Problem, was wir hier haben, ist, dass wir nicht wissen, wie lange das dauern kann. Man kann beobachten, wenn die Volumen größer werden, dann können wir die Strategie wechseln. Aber in jedem Fall, es gibt diese Periode von ein paar Tagen bis ein paar Monate, wo der Markt sich ganz anders bewegt als normal. Und in dem Fall muss man bereit sein. Und in dem Fall längere Daten, eine längere Historie hilft, weil man mehrere Situationen sieht. Aber zum Beispiel auf Commodities, Rohöl, Gold und einige Grains wie Soybeans und so weiter.
Ich habe wohl Intraday-Daten ab 2008, aber ich starte immer ab 2010 zu entwickeln. Die anderen Daten nutze ich überhaupt nicht. Warum nicht? Weil die Märkte, die elektronischen Märkte auf diese Commodities ungefähr in 2007 oder so 2008 geboren wurden und die ersten Jahre waren noch nicht, waren alle mit Kinderkrankheiten und die waren als Kinder im Kinderheim. Die waren nicht in Wall Street. Und als Kinder waren die Bewegungen nicht so wichtig und die werden niemals mehr kommen. Die werden leider keine Kinder mehr. Und was die Ergebnisse in jene zwei Jahre bedeuten, war etwas, was aber niemals mehr stattfinden wird. Und in dem Fall sind jene zwei Jahre total um nichts. Weil die Antworten, die wir dort haben, werden wir niemals nutzen. Weil wir, wie gesagt, werden leider nicht mehr Kinder. Das heißt, ab 2010, das ist auf Commodities. Währungen, okay, da kann man länger weitergehen, wie man kann, wie lange man das kaufen kann. Aber man muss auch wissen, dass die Volatilität in diesen Märkten immer knapper geworden ist. Und wenn man dort entwickelt, obwohl die überall Bewegungen und die überall Antworten zu unseren Ansätzen ähnlich aussieht, hat sich die sich trotzdem geändert wegen einer geringeren Vola. Und in dem Fall, das muss man wissen. Und wenn man entwickelt, muss man immer beobachten, wie groß am Moment die Volatilität im Markt war, um die richtigen Antworten zu lesen. Das heißt, mehr Daten braucht man. Und wie sieht es aus mit den letzten 12 Monaten? Okay, hätte ich eine Strategie, die immer Geld verloren hat und dann plötzlich in den letzten 12 Monaten sehr viel verdient hatte, die würde ich trotzdem nicht live stellen. Warum nicht? Weil aus meiner Sicht sind 12 Monate nicht genug zu sagen, das ist die neue Situation. Vielleicht wird das die neue Situation sein für die nächsten 10 Jahre und ich werde in dem Fall mehrere Monate auf den Tisch lassen, weil ich nicht dabei bin. Aber trotzdem habe ich das Gefühl, dass 12 Monate nicht genug sind, um zu sagen, ja, das ist, wie der Markt sich ab heute bewegen wird. Das ist wahr, wenn diese 12 Monate total anders aussahen wie die vergangene Geschichte. Wie gesagt, immer verloren, plötzlich verdient. Nein, in dem Fall traue ich das nicht. Ist das nur ein bisschen anders als die vergangen, dann könnte ich das auch nutzen, weil es in dem Fall nur eine kleinere Änderung war. Aber ich suche immer trotzdem auch Bestätigung in der Vergangenheit, soweit diese Vergangenheit wahr ist. Wie gesagt, die Kindervergangenheit auf den Commodities traue ich nicht, weil das etwas anders war, als was heute die Wahrheit und die Tatsache auf diesen Märkten ist. Das war's, Leute. Welche Märkte lieben Sie am besten und wie arbeiten Sie? Wie lange ist Ihre History und wie entwickeln Sie und so weiter? Das wäre ich neugierig zu wissen. Schreibe ich das in den Kommentare und bleiben Sie dran. Haben Sie abonniert? Das wäre schlimm, wenn es noch nicht. Und wir treffen uns nächstes Mal wieder. Ciao von André Unger.